Jeder weiß im Chat, wie Werwolf geht. Jeder. Among Us ist Among Us. Du kriegst gleich eine Karte, das ist deine Rolle. Danach sagt Niki alles an. Du musst nichts machen, nur auf Niki hören. Dorfbewohner gehörst du zu den Guten. Werwolf bist du der Imposter. Und dann gibt's nur noch eine einzige Zusatzrolle, das ist Seher. Und die Person kann jedes Mal, wenn Nacht ist, also wenn du die Augen zumacht, von einer Person die Rolle erfahren. Ja. Das war's. Einmal röp sich jetzt live im Stream. Oh. Das habe ich auch mal gemacht. Wir sind in Pullman City. Ein heißer Sommertag, Juni. 3 Monate später, wir sind im Winter, Anbruch im Herbst, Oktober. Die Nächte werden dunkler, die Dorfbewohner ängstlicher, die Werwölfe hungriger. Tagsüber leben die Dorfbewohner ihr Leben, haben Spaß, sie singen, sie tanzen. Doch bei Nacht kommt die Angst. Die Dorfbewohner müssen schlafen gehen, genauso die Werwölfe, genauso die Seher. Es bricht die erste Nacht an und alle gehen schlafen und machen ihre Augen zu. Wenn mich meine Frau belügt, trenne ich mich. Check. Alle schließen die Augen. Auch die Raucher unter uns schließen jetzt die Augen und müssen 2 Minuten warten, bis sie die nächste Zigarette bekommen. Die Dorfbewohner und die Werwölfe hören auf, Chips zu essen. Die Werwölfe sind erwacht. Und beide Werwölfe nacheinander zeigen auf eine Person, die stirbt. Jetzt. Werwolf Nummer 1, zeige mir eine Person. Die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Game of Thrones. Die Werwölfe gehen wieder schlafen und schließen die Augen, ohne zu schummeln. Der oder die magische Seher oder Seherin öffnet jetzt die Augen. Und zeigt auf eine Person, von der er oder sie wissen will, was er oder sie ist. Seher, Seherin geht wieder schlafen und ein neuer Tag bricht an. Alle öffnen die Augen wieder. Hier kommt jetzt, wer heute Nacht gestorben ist. Und es sind tatsächlich die Gastgeber dieses Streams, Trimax und Knossi. Wer ist so abgefuckt und würde so eine Scheiße? Ihr setzt euch, ganz kurz. Ich spür das. Knossi und Max, ihr dürft leider nicht mitsprechen. Du bist tot. Knossi. Nee, Knossi, du bist leider tot. Knossi. Aber geil, dass du noch die Ziese anzündest. Du bist leider tot. Ihr müsst jetzt leider leise sein. Okay, hier kommt die Theorie von Chef Strobel. Wir waren beide Freundinnen. Beide Freundinnen. Klar kommt die von Chef Strobel. Lia und Celina sind hier im Top für die Werwölfe. Ich glaube, die Frauen würden dann eher mit den Männern noch so ein bisschen länger spielen. Checkt ihr? Ja, genau. Psychospielchen. Direkt am Anfang raushauen, die Männer wär langweilig, würde ich denken. Und ich glaube, die hätten Bock daran. So ein bisschen Schutz nimmst, aber cool, dass du uns den Schutz nimmst. Nein, ich würde doch nie, also... Ich will doch meinen Partner so lange wie möglich an meiner Seite haben. Ich würde ihn nicht in der ersten Runde... Auch wenn du weißt, dass du ein Werwolf bist? Warum nimmst du uns aber gleich so einen Schutz? Ich bin einfach einer von den Guten. Das ist einfach nur ein ganz normaler. Oh! Hey. Aber ist doch gut für euch, dass ihr euch einen Schutz nimmt. Ja, aber auch bis... Ich will die Mini aufbauen. Okay. Ich traue mir. Also die Leute, die am meisten reden, nee, wirklich. Sind immer die Wölfe. Nein. Bro, wo willst du denn den Colt raus? Einmal Chef, einmal drüber zum Chef. Das ist richtig. Ja, es bockt. Okay, ich sage... Bro, warum? Hey, Leute, guck mal. Hey, Leute, Chef redet. Was ist das? Es darf nur eine Person da rein. Du bist tot und dein Stockbrot ist im Feuer. Alter, du hast ein Stück Kohle gebacken. Chef. Unter Partner, wenn man so lange zusammen ist, man merkt, wenn eine andere Person lügt. Kennst du das? Ihr kennt das doch. So, wenn die sich anders verhält oder wenn die so versucht zu lügen. Man hat so das im Gefühl, sage ich einfach, nach den Jahren. Deswegen sage ich einfach, ist das... Die smarteste Theorie, dass man sagt, ey, ich schalte meinen Partner aus, weil der würde schnell wissen, dass ich... Okay, wenn du gerade vom Gefühl redest, okay, ich hatte schon wirklich, ich habe mich auf Werwolf schon den ganzen Tag gefreut. Und ich habe so einen Instinkt dafür auch gehabt. Ich habe die ganze Zeit so gewisse 2 Personen angeschaut. Und ich bin mir schon wirklich sehr sicher, dass einer von den beiden Werwolf ist. Moment. Und ich glaube, weil du gleich so, du wolltest gleich natürlich mit mir weiter diskutieren, okay? Das wäre natürlich schon zu auffällig, wenn du es wärst. Deshalb sage ich, Schradin ist es.
100%. Ich will da ganz kurz mal was zu sagen. Er geht schon wieder auf uns. Einfach nur so. Dazu möchte ich mal. Ich hab den Redestein. Pass auf. Machen wir es folgendermaßen. Mir geht dieser Groll, den du gegen uns beide hegst, ja, schon seit geraumer Zeit auf den Geist. Und diese Anschuldigung, völlig aus der Luft gegriffen, ist in meinen Augen nicht nur eine bodenlose Dreistigkeit, sondern auch eine Frechheit per se. Bravo. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Was ist eigentlich mit Paul? Paul hat gar nicht gesagt, die dumme Sau. Okay. Paul ist sehr ruhig. Spendi? Wo ist eigentlich unser Seher? Ich sag, es ist Spendi. Ja. Wo ist unser Seher? Wo ist unser Seher? Michael Paul. Darf man nicht sagen, Chef. Ach so, aber Spendi, ich weiß, guck mich mal an. Nein, darf man nicht. Ah, okay, Nick, ja. Also, ich sage dir, ich bin es nicht. Ich sage es dir in aller Ernsthaftigkeit. Und ich würde mich freuen, wenn du nicht immer gegen mich bist. Das ist das Einzige, was ich sagen möchte. Okay. Vielleicht ist es ja Spendi. Also ich sage, das ist Chef Strobel, weil der hat gerade gefragt, wer ist der Seher? Das heißt, er ist schon mal nicht der Seher und er redet sehr viel und schuldet Leute an. Also sage ich, es ist Chef. Und dann ist es weder Lia noch Selina, weil der hat die beiden angeschuldigt, sondern es ist Chef und Spendi. Das ist mein Call. Guck mal, warte, darf ich kurz was sagen? Das ist mein Call. Eine Sekunde. Du beschuldigst mich, okay? Wir spielen hier zu 10. Ja. Oder zu 11 sogar. Ja. Und 10 Leute waren still. Außer er. Boah, ja, du hast ihn. Nimm den Fokus auf Spendi. Weil du gegen mich gegangen bist. Das ist doch eine ganz einfache Reaktion dann. Du bist doch auch auf mich gegangen, Freund. Ja. Okay, ganz kurz, weil jetzt. Ja, genau. Weil jetzt gerade hin und her geschossen wird. Gibt's noch etwas, was jemand sagen will, was jetzt bisher noch gar nicht gesagt wurde, ohne irgendwas zu wiederholen? Also Max und Knossi sind ja raus. Da musst du jetzt sagen, was sie waren. Ah, okay, stimmt. Seherin ist noch im Spiel, denn beide waren Dorfbewohner. Guter Punkt. Aber den Seher oder die Seherin wird man ja immer erkennen, die verteidigt die Dorfbewohner extrem. Ne? So würde ich jetzt mal... Also nur damit ihr es nochmal alle checkt. Eine Person, die hier sitzt, weiß von einer anderen Person zu 100%, welche Rolle sie hat. Darf es aber nicht sagen, also es ist nur eine Info, die man selber hat. Checkt ihr. Ich ziehe jetzt runter, 3, 2, 1 und dann zeigt man auf eine Person und die Person, die meisten Stimmen bekommen hat, ist raus. 3, 2, 1, go. Oh. Schradin? Wo geht dein zu? Spendi kriegt 2, Spendi hat 2. Schradin 3, 4. Wie viel hat Schradin? 4. Ey Leute, sag mal, wer zeigt alles auf Schradin? Ich glaube, Chef. Wer hat alles auf Chef? Ich bin auf Chef. 2 auf Chef? Noch jemand auf Chef? Darf ich noch wechseln? Nein. Dann gehe ich sonst auf wen hast du gezeigt? Warum das denn? Schradin hat? Wie viel hat Schradin? Einmal wer auf Schradin? Keiner. Nein, du hast doch. Doch, 3. Schradin. Und Spendi hat? Ich hab Schradin. 2. Nein, Spendi hat 2. Warum hab ich denn 3? Ach, du hast auch Schradin? Ja, der hat auch Schradin. Digga, warum sagst du das nicht? Dann ist Schradin raus. Hab ich doch so lange gesagt. Wer hat Schradin? Ich hab gesagt, wer hat Schradin und du sagst nichts. Aber ich sag doch bei der Diskussionsrunde, sag ich das Schradin. Das heißt, 3 Personen auf Schradin, sehe ich das richtig? Schradin, bitte sag einmal, welche Rolle hattest du? Ja, ich bin Werwolf. Ja! Ich steh auf. Du darfst gar nichts mehr sagen. Du hast manipuliert. Du hast hier rumgeredet. Ich hab doch nicht manipuliert. Sagen. Aber ich guck dich an, du guckst mich so komisch. So, ey, so ganz komisch. Warum seid ihr so? Ihr seid so assi. Spendi, du Assi. Und er hat die ganze Zeit geredet, der hier. Nein. Okay. In Pullman City saust und braust das Leben, weil sie einen Werwolf getötet haben. 2 Dorfbewohner sind aber schon tot. Es bricht die nächste Nacht an. Mit alle gehen mit Angst ins Bett und schließen die Augen. Wir sind in der Nacht. 23 Uhr, 24 Uhr, 1 Uhr morgens, 2 Uhr morgens, 3 Uhr morgens. Und der eine Werwolf, der noch am Leben ist, geht auf die Jagd. Und öffnet die Augen. Und der eine Werwolf zeigt jetzt auf eine Person, die tot ist. Drecksau. Einfach mal so kann man sagen. Der Werwolf geht wieder pennen. Was ist das, der Drecksau? Und der Seher, die Seherin, wacht auf und zeigt auf eine Person, dessen Rolle er oder sie erfahren will. So
Ich zeige die Karte. Seherin geht pennen, schläft gut. Die Nacht neigt sich dem Ende zu. Der Morgen kommt näher und alle wachen wieder auf. Kann ich ein Bier? Und in dieser Nacht ist eine weitere Person gestorben. Und es ist ein Dorfbewohner namens Chef Strobel. Die wollten dich aus dem Spiel haben. Du darfst nicht sagen, wer es war, aber was denkst du gerade? Ja, was denkst du? Also, nicht was du denkst, wer es war, sondern wie fühlt es sich gerade an, gestorben zu sein? Ich habe ja schon Verdacht. Ja, okay, dann nicht. Sowas, also, ja. Diskussion ist eröffnet. Okay, ganz kurz. Wir haben auf jeden Fall schon mal drei Leute, die safe nicht der Werwolf sein können. Das bin ich, das ist Kuba. Weil ich ihn doch rausgehauen habe. Ich habe doch komplett gegen ihn geschossen. Wieso soll ich gegen mein Teammate schießen? Und vor allem ihn rauswerfen. Hä? Das geht ja nicht. So, ich bin's schon mal nicht. Kuba hat auch direkt für ihn gewählt. Er wird auch sein Teammate schon mal nicht rauswerfen. Und Lia, du warst es. So. Oh, wer ist jetzt noch zu wahr? Ich könnte. So, das bedeutet, wir haben. Chef ist tot. In der Runde ist jetzt noch Selina und du. Oh, hier ist der andere Werwolf. Und Sabex. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sabex ein Werwolf ist. Das ist ja zu krass, wenn die Sabex. Ich habe eine wilde Theorie. Was ist, wenn du mit Absicht Schrading geopfert hast, damit kein Verdacht auf dich fällt, damit du alles wegräumen kannst, weil das habe ich bei Among Us schon gesehen von den ganzen guten Spielern. Das, weil du weißt, dass er überscheiße ist, dass du ihn fickst, damit kein Verdacht auf dich fällt und du alle wegbolzen kannst. Wow. Ich will es nur ganz kurz nur für die Runde. Ich will nur das einmal erwähnt haben. Macht mit dem Einwurf, was ihr wollt. Ich kann nicht aufstehen. Ich kann nicht aufstehen. Einer von euch beiden muss jetzt. Aber nee, das geht nicht. Oh Mann. Das ist wirklich assi. Ja, diese Theorie kann schon stimmen, aber ich glaube erst dann, wenn einer verdächtigt wird und nicht direkt in der allerersten Runde, würdest du niemals dein Teammate raushauen. Deswegen glaube ich, dass er weniger. Ich hätte es vielleicht bei Selina gedacht, dass sie Max direkt raushaut, weil auch wir dürfen nicht die ganze Zeit darauf achten, dass wir uns gegenseitig irgendwie die ganze Zeit anbeefen, gerade die Leute, die richtig still sind. Und dann vergisst man manchmal den Fokus, gerade bei den stillen Leuten, und die sind meistens dann immer der Imposter bzw. Werwolf. Deswegen da auch immer wichtig und immer im Hinterkopf behalten. Aber ja. Ich habe sonst gar keine Ahnung, wer es sein könnte. Ich will auch noch was sagen. Ja, bitte. Ja, ich bin nicht der Werwolf. Okay, wichtig. Toll, ja, da glaube ich dir. Ja, toll, dann haben wir das doch schon. Okay, erstmal auch kein Werwolf. Kann jemand was sagen? Selina, du hast dich gerade eben zu gar nichts weiterhin nicht geäußert, ne? Du bist einfach weiterhin still geblieben. Genau. Was ist aber deine Meinung für dich? Wer könnte denn Werwolf sein? Aber ich muss mich nicht verteidigen, wenn ich habe nichts getan. Also dementsprechend. Das ist aber auch ein guter Schachzug. Aber normalerweise dann, wenn man unschuldig irgendwie verdächtigt wird, dann sagt man meistens was dazu, weißt du? Sagst du, du bist so confident und denkst dir, ich muss gar nichts sagen. Genau. Okay. Ich bin mir sehr sicher in meiner Sache. Okay. Hast du eine Theorie, wer es ist? Ich habe so neben mir, so ich habe gemerkt, dass so vielleicht auch da so ein paar Bewegungen waren. Ah! Ich bin der größte Lauch, du hast gar nicht gemerkt, kann ja nicht sein. Na, das glaube ich nicht. Das ist eine Lüge. Ah, das ist irgendwelche Anschuldigungen. Ja, einmal ganz kurz. Einer von euch dreien. Einer von euch dreien. Du weiß ich nicht. Du bist irgendwie. Ich würde sagen, um etwas zu beschleunigen, wir wählen. Ach, ich muss mich entscheiden. Ja. 3, 2, 1 und zack. Okay, ganz kurz. Einer auf Paul Frege, 2 auf Selina, einer auf Kuba. Auf wen sagst du? Spendi? Oh, aber Lia auch. Ausspendig, das heißt 2 gegen 2. Stechen. Das macht doch gar keinen Sinn. Hey, Digga, chill, du darfst leider nicht reden. Stechen. Macht ja keinen Sinn, weil dann zeigen wieder 2 auf 2. Ach so, macht keinen Sinn. Stick, schnack, schnuck. Echt, sagst du? Oh, das wäre geil. Was machen wir sonst? Oder ist irgendjemand bereit, sich umzuentscheiden? Wir wählen nochmal. 3, 2, 1. Ja, nee, aber ganz kurz, also. 3 auf Selina. 3 auf Selina. 3 Selina, ja. Du bist 2 auf mich. Und wen zeigst du? Sabix hat auf mich, Selina hat auf mich. Dann, okay. Ah, nee, dann 2 auf Selina. Dann wieder 2 auf mich. Auf wen hast du gezeigt? Wie heißt du nochmal? Entschuldigung, Kuba. Ja, aber ganz kurz. Dann machen wir jetzt aber klassisches Stechen. Ihr beide dürft nicht wählen, die 4 wählen und man kann nur euch beide wählen.
So ist das doch. Das probieren wir einmal. Vielleicht ist wieder Gleichstand, dann macht ihr Schink-Schank-Schonk. Nur ihr vier wählt und nur die beiden dürft ihr wählen. Ja, du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden, leider. Überlegt kurz, geht in euch. 3, 2, 1, go. Oh, da haben wir's. Zabex, umentschieden, Lia umentschieden. 4 auf Selina. Das war ein Stechen. Und Selina ist Dorfbewohnerin. Hey, darf wieder niemand redet, niemand redet, niemand redet. Am Leben sind noch Spendi, Kuba, Paul Frege, Zabex und Lia. 5 Leute, 4 gegen 1. Die Nacht bricht an und ihr alle geht pennen. Ey, aufgeregt. Abgewichst dieses Spiel irgendwie, ne? Dreckspiel, Drecksau. Und pennen gehen. Pennen gehen, pennen, hey! Hey, gleich. Darf ich ganz kurz was sagen? Ja. Was mich so fickt, dass man mit so den Leuten redet und einer ist es. Ja. Aber man und es ist nicht wie bei Among Us Online über Discord, sondern man guckt sich hier gerade in die Augen und jetzt aber nicht mehr. Jetzt gehen aber guckt man sich nicht mehr in die Augen, weil alle die Augen schließen und Nacht hat begonnen. So Nacht und Schrecken und Angst und der Werwolf wacht auf. Und ey Leute, echt alle, die jetzt gerade Augen aufhaben. Der Werwolf kann auf eine Person zeigen. Und jetzt geht der Werwolf wieder pennen. Drecksau. Und der Seher, die Seherin, wacht auf. So eine Drecksau. Von wem möchtest du die Rolle erfahren? Du hast schon wieder nasses Holz aufgelegt. Der Seher, die Seherin geht wieder pennen und Pullman City erwacht einen weiteren Tag. Diese Nacht, ich habe was zu erkündigen, diese Nacht ist komischerweise wieder jemand gestorben und Knossi war ganz besonders beleidigt, denn es ist tatsächlich Lia gewesen. Grabstein bestellen, Beerdigung. Du hast leider, ja. Du darfst leider, Lia, du darfst leider auch nichts mehr sagen, es tut mir leid. Lia war Dorfbewohnerin. Darf ich kurz nochmal was sagen wieder? Willst du das dritte Mal in Folge beginnen, aber es wäre in Ordnung. Ja, ich glaube tatsächlich, dass mein Gefühl schon den ganzen Tag, also ich lag nicht falsch, es sind einfach die zwei Imposter. Und komme was wolle, ich sag, es ist Zabex. Drin sind noch, ganz kurz. Drin sind noch, weil Kuba, du bist es 100% nicht. Spendi und Zabex. Und du bist es in meinen Augen auch 100% nicht. Ich will mein Dorf schützen. Und wir sind nur noch zu viert. Das heißt, Moment, warte ganz kurz. Bevor wir falsch voten jetzt, ne, will ich nur, dann hat der Werwolf gewonnen. Nein. Doch, 3, 1, wir sind 3, nur noch 4. 1. Ach so. Wir sind nur noch 4 und dann 3 gegen 1. Das dann ist doch 2 gegen 1. Geht noch. Ne, stimmt, der geht noch. Ja, geht noch. Dann kannst du als letzter Dorfbewohner sagen, der ist es. Und dann ist Schnick, Schnack, Schnuck. Aber 2 gegen 1. Ja. Du bist ein bisschen nervös. Nee, ich glaube, das wäre. Wenn nachher einer rausgeworden ist, ist er tot. Dann kann der Werwolf hier nochmal jemanden töten, ne? Nein, so geht das nicht. Ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen nervös. Ach so, ich genieße die Werbe. Und dann sind 2 gegen 1, du hast recht. Doch, sorry, Spendi hat recht. Spendi hat recht. Wenn ihr jetzt falsch spielt, habt ihr verloren. Stimmt. Weil wir sind gerade 3 mit einem Werwolf, der killt dann einen. Ja, dann ist es. Und einer wird rausgevotet. Okay. Okay, Digga, das ist die schwierigste Entscheidung jetzt, ne? Und ich glaube nicht, dass er das ist. Das ist viel zu obvious. Das glaube ich nicht. Das ist Quatsch. Du musst da ein bisschen rausgehen. Also mittlerweile wird es echt persönlich. Hör auf damit, Spendi, okay? Lass die Jungs jetzt da raus. Das ist ein bisschen zu persönlich. Mike. Ja? Ich will nur kurz sagen, ich wäre doch der dümmste Werwolf der Welt, wenn ich dich denn nicht direkt fick, wenn du mich von Runde 1 hast. Warum? Das ist doch saudumm. Also warte mal, ich hab noch eine Anmerkung. Einer von uns ist ja offensichtlich der Seher. Der weiß ja, was abgeht, so. Ja. So, und ich weiß nicht, man darf es nicht sagen, wer schießt gegen wen? Aber du hast vorhin schon irgendwelche Sachen gesagt, die waren falsch. So, du hast gesagt, Selina rauswählen und so, sie war eine Dorfbewohnerin. Ja, und von wegen, du wärst der Seher. Tut mir leid, aber ich... Von wegen, du wüsstest irgendwas. Also willst du verlieren? Für mich? Nee, er bewegt sich tatsächlich nicht. Das muss ich sagen, da habe ich drauf geachtet, er hat sich nicht bewegt. Deswegen, also da, und Spendi ist sehr aufgeregt. Mann, hört mal auf, ich krieg Trust Issues wegen euch, Mann. Was ist für eine Scheiße? Ich hab auch gar keine Ahnung. Lügen mich meine Freunde, ich bin so lost. Ich werde wieder Spendi wohnen und ich werde das jede Runde weitermachen. Und das ist krass. Boah, ist das krass. Okay, jetzt macht's richtig. Ich sag jetzt nichts mehr. Okay. Wir gehen ins Voting. Was hast du? Paul? Voting? Digga, das ist so schwer einfach nur. Hast du das schon oft gespielt, Spendi? Ja, okay. Das ist ein brutales Voting jetzt, weil das entscheidet alles. Ehrlich, ist das eine Niederlage? Weil wenn ihr jetzt den Dorfbewohner killt,
dann ist zwei Dorfbewohner gegen einen Werwolf und in der Nacht wird dann der eine Dorfbewohner gekillt. Eins gegen eins geht nicht. Eine ganz wichtige Frage. Der Hellseher könnte doch jetzt theoretisch die ganze Zeit gegen den Werwolf schießen. Er wüsste doch bestimmt, wer das ist, oder nicht? Ja. Warum macht der Hellseher das? Mittlerweile sind wir sehr wenige Leute. Rein statistisch ist es, ist es möglich, dass Seher immer die Person gesehen hat, die dann praktisch gekillt wurden. Checkst du? Wir gehen ins finale Voting. Gewinnen die Dorfbewohner oder gewinnt der Werwolf in 5, 4, 3, 2, 1, Wahl. 1-1, shit! Warum beschuldigen die? Oh shit! Zavex gegen Schwendi, Schwendi gegen Zavex, Kuba gegen Paul Frege gegen Kuba. Oh mein Gott, Digga, wir checken's ja gar nicht. Ich schwör's euch, ich bin so. Neues Voting, ihr könnt euch umentscheiden. Die Dorfbewohner verkackt es nicht, okay? Nein, okay. Verkackt es nicht. Aber wobei, wenn die beide gegen so krass schießen, weil du warst normalerweise... Nein, hör auf. Was, hör auf. Wenn du es wirklich nicht bist, dann bist du wirklich nicht. Nee. Hey, keine Diskussion, ja. Voting. Wir gehen. Quick and dirty. Hey, auch erst auf 1 zeigen, nicht vorher, weil dann checken ja die anderen und können drauf einsteigen. Checkt ihr? Erst bei 0 zeigen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh mein, es ist wieder Stechen! Es ist wieder Stechen! Nein, 2-2. 2-2. 2-2. Okay, pass auf. Jetzt würde ich die Phase einlenken. Jeder spricht nochmal einen Satz, warum er es nicht ist. Und dann entscheidet ihr wieder. Das ist toll, super. Du fängst an. Ich erinnere euch. Nenne einen Satz. Ganz kurz ein Reminder. Ich bin am Anfang direkt auf Schrading gegangen. Wenn es mein Teammate wäre, hätte ich den Scheiß nicht gemacht. Bitteschön. Ja, das stimmt schon. Du bist einfach random auf ihn gegangen. Ja, genau. Aber bei mir war das ja so, du bist ja auf mich gegangen, deswegen habe ich dich direkt auch, ne? So, aber ich, keine Ahnung, ich habe einen Fehler gemacht zu 100%. Ich habe ein bisschen zu schnell überreagiert und habe Seelen rausgehauen. Es tut mir leid. Ich weiß nicht warum, ich dachte einfach, was ist ein Tief und ich habe mir nichts getraut. Ich weiß nicht warum, aber ich bin es nicht, wie gesagt. Ja, ich kann in aller Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, die ich habe, nur sagen, dass ich nicht weder der Seher noch der Wolf bin. Und ich habe gar keine Ahnung, wer es von euch ist. Wirklich, ich bin komplett verwirrt. Ich habe auch Angst. Aber du redest mir sehr viel. Und irgendwie... Ich bin unsicher. Also ich halte immer noch an der Theorie fest, dass ich es sehr, sehr weird finde. Und jetzt, wo ich weiß, dass du dieses Spiel viel gespielt hast, bin ich mir umso sicherer, dass du ihn, den Vollidioten, geopfert hast, hey! Damit du deinen Scheiß machen kannst. Was war das denn? Und wenn jetzt falsch gewotet wirst, hast du, Wichser, das gewonnen. Und du... Ja, hab ich doch gerade. Das ist meine Theorie, warum er das ist und deswegen kann ich es ja nicht sein. Das war's. Hey Leute, wir probieren es doch mal. 3, 2, 1. Ey, hör doch mal! Oh mein Gott! Es ist Spendi ist rausgevotet worden. Ja. Spendi, hey, Spendi, was ist deine Rolle? Ich bin der Seher, ihr Idioten. Wie offensichtlich soll ich es denn noch machen? Und Zavex war der Werwolf und gewinnt diese Runde. Ey, Spendi, wie er alle verteidigt hat. Ach du Scheiße. Von Anfang an. Ihr Wichser, ich hab euch alle. Und die Drecksau. Von Anfang an. Die Drecksau. Jungs, nicht so laut. Nicht so laut. Jens, hinsetzen. Jens, nicht so laut. Hört mal ganz kurz zu. Ihr feiert jetzt alle, Zabex hat fantastisch gespielt. Zabex hat sehr gut gespielt, Glückwunsch. Aber muss auch ganz kurz hier mal auf Kuba verweisen. Du hast zuerst ganz am Anfang falsch gewotet. Dann ist wegen dir Selina rausgefahren. Dann, Kuba, hey. Du hast am Anfang falsch gewotet. Dann hast du Selina rausgehauen. Dann hast du gesagt, es ist Paul. Und dann hast du gesagt, es ist Spendi. Das hast du das gesamte Spiel im Alleingang verloren. So. Hast mich nicht in Ruhe gelassen. Du Wichser hast mich nicht in Ruhe gelassen. Es müsste einer von euch beiden sein. Am Ende hast du den Seher kalt. Ja, Bro. Aber es muss aber doch einer von euch. Ihr habt den Seher getötet. Und dazu möchte ich mal eine Sache sagen. Ganz liebe Grüße an meinen Freund Eli Geller und die Crew. Die zahlreichen Subs und Euro, die ich bezahlen musste bei Among Us, haben sich endlich ausgezahlt.